Hallo zusammen, Eizocke hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest Wappenröcke der Illidari anzunehmen bei Windweiter der Gorgon im Schattenmondtal in diesem Gebiet, also je nachdem wo ihr das Quest-Item benutzt, also dieses hier. Vorquest war, wenn Welten kollidieren. Ich nehme die Quest auf während des Patches 9.0.5, also Anfang Shadowlands. Das Ganze sollte euch vom Prinzip her auch in Basic lässig helfen. Es sei denn, ihr wollt die Quest auch alleine machen, das wird vermutlich nicht klappen, denn empfohlene Spieleranzahl ist in WoW Retail 3. In Basic lässig wird es vermutlich anders sein oder vielleicht auch 3. Nun darf man in diesem Questgebiet Gegner hauen und sie looten, in der Hoffnung, solche Wappenwerke zu bekommen. Wie gesagt, WC Classic, falls ihr da die Quest macht, sucht euch eine Gruppe oder sammelt Leute. Die Mobs in diesem Gebiet sind ziemlich heftig. Vielleicht übertreibe ich auch, weiß nicht. Könnt ihr ja selbst entscheiden, wenn ihr es alleine versucht. Und gerne einen Kommentar da lassen, ob ich recht hatte oder nicht. So, die Quest ist auch schon bereit zur Abgabe. Die sind ziemlich gut gedroppt. Quest ist dann abzugeben bei Windweiter der Gorgon im Schattenmondtal in diesem Gebiet. Hoffe, mein Video konnte euch helfen. Falls ja, dürft ihr gerne auch helfen, indem ihr das Video positiv bewertet und oder meinen Kanal abonniert. Dafür blende ich euch auch hier in der Mitte so einen Abonnierknopf ein. Außerdem findet ihr in der Videobeschreibung einen Link zu meinem Twitch-Kanal. Vielleicht sehen wir uns mal live. Eizocke, Ende.